Excel verfügt im Zusammenhang mit den Such- und Ersetzfunktionen über wichtige Möglichkeiten, die jedoch leicht übersehen werden können. So können Sie in Excel nicht nur ein Tabellenblatt, sondern auch die gesamte Arbeitsmappe nach bestimmten Suchbegriffen durchsuchen bzw. diese in der kompletten Mappe ersetzen. Excel untersucht standardmäßig nur das aktuelle Tabellenblatt bzw. ersetzt einen Suchbegriff standardmäßig nur im aktuellen Arbeitsblatt. Im Beispiel soll kontrolliert werden, ob die Mehrwertsteuer an allen Stellen korrekt berechnet wird. Deshalb soll nach Tabellen gesucht werden, die die Abkürzung MWST enthalten. In den Tabellen gibt es jedoch einerseits den Begriff MWST, sowohl auch den Begriff MWST-Betrag. Auch die sollen wir später bei der Suche berücksichtigen. Starten Sie nun die Suche zum Beispiel mit der Tastenkombination STRG und F. Tragen Sie den Suchbegriff, also MWST, in das Feld Suchen nach ein. Falls Sie den Begriff durch einen anderen ersetzen wollen, tragen Sie den Ersetzbegriff in das Feld Ersetzen durch ein. Erweitern Sie jetzt das Dialogfeld mit Klick auf die Schaltfläche Optionen. Falls Sie keine Daten, sondern Formatierungen suchen oder ersetzen wollen, benutzen Sie die zwei Schaltflächen mit dem Namen Format neben den beiden Eingabefeldern. Setzen Sie nun noch per Klick ein Haken bei der Option Gesamten Zellinhalt vergleichen. Damit stellen Sie sicher, dass Sie exakt nur nach diesem Suchbegriff suchen möchten. Das Wort MWST-Betrag wird mit Einschaltung dieser Option somit nicht berücksichtigt. Um die komplette Arbeitsmappe zu durchsuchen, wechseln Sie nun im oberen Listenfeld Suchen von der Auswahl Blatt zu Arbeitsmappe. Sie können nun die Suche mit der Schaltfläche Weitersuchen starten und gegebenenfalls mit Ersetzen oder alle ersetzen, die Fundstellen in der kompletten Arbeitsmappe überprüfen und ersetzen. Nach Beendigung des Such- bzw. des Ersetzvorgangs sollten Sie die einzelnen Tabellenblätter selbstverständlich noch überprüfen. Übrigens, Sie können sehr schnell mit der Tastenkombination STRG und Bild unten zum nächsten bzw. mit STRG und Bild oben zum vorherigen Tabellenblatt wechseln.